Moin, meine lieben kleinen Gaming-Wölfe. Jupp, es ist wieder Zeit für zwei Dullis in der Dino-Welt. Für ein bisschen Ark Survival Evolved. Und ja, wir haben jetzt endlich zwei Flugdinos. Was wir damit anfangen? Na, guckt es euch selber an. Nett wäre es noch, das Video positiv zu bewerten. Wie immer, liebe Kommentare zu schreiben. Gerne auch mal den ein oder anderen Tipp. Vielleicht auch, wo die Pflanzenfresserinsel da ist. Wo ich da bestimmte Dinos suchen will. Und ja, Kanal abonnieren dürft ihr natürlich auch noch. Glocke aktivieren, denn ich glaube, wir haben das Limit noch nicht erreicht. Wir können noch ein bisschen mehr wachsen. Ja. Also, viel Spaß. Kaum stehe ich hier und laufe, da geht doch alles klar. Der Kleine ist am Schlafi, das ist ja wunderbar. Ich fliege wie eine Schnecki, das ist doch nicht so toll. Weil die Olle Maria immer noch kein Gewicht ab kann. An. Wenn ihr jetzt, ja, es passiert was. Es ist gleich soweit, ich bin gleich da. Ui, ich hab's geschafft. Endlich kann ich Normalgeschwindigkeit fliegen und nicht wie eine Schnecke. Ich bin nicht überladen, wenn ich auf Maria drauf sitze. Als ob, echt jetzt? Ja, ich konnte gerade aufleveln. Und siehst du, jetzt haben wir endlich zwei von der Sorte, weißt du? Mhm. Und schon läuft hier einer direkt bei unserem Haus rum. Jörg. Ah, ich bin da. Moin. Yay. Da ist er. Da ist er. Ui. Ui. So, wir wollten... Ey! Was soll das denn jetzt schon wieder? Da, ist eine zurück. Er war High Five. Ja, ja. High Five genau in dein Gesicht, Alter. Ja. Nein, ich wusste, dass du über mich rüberspringst, denn du bist ja von viel höher gesprungen. Wenn du von da oben springst, dann landest du ja hinter mir. Yay! Oh. So, wollten wir jetzt einfach mal in die Richtung, nur ohne Speed zu geben, mit den Flugis rüberfliegen? Man kann es versuchen, wenn wir sterben, ist scheiße. Wir dürfen halt nur nicht sprinten, dann müssen die auch nicht landen. Ja. Also wir dürfen die Ausdauer nicht verschwenden. Machen wir nicht, ne? Nö. Ja, wo ist denn Hugo? Hugo steht da hinten, hinter den Hyopais. So. Alles. Und wir sollten ein bisschen höher fliegen, definitiv. Sonst was? Wieso bist du so viel schneller als ich? Ja, nicht, dass wir noch von irgendwelchen Wasserviechern angegriffen. Bist du kurz gesprintet? Nee. Du? Nee. Aber. Wieso bin ich jetzt über. Ey! Willst du mich verarschen? Weißt du, eben bin ich aufgestiegen, da war ich. Bin ich nicht überladen gewesen, ne? Warte mal kurz, kann man auf dem Rücken auch Inventar öffnen? Ja. Ah, Mist, ich kann die Sachen aber nicht abwerfen. Doch, fallen lassen. Zack. Ich guck mal, dass ich ein bisschen was fallen lasse, was ich nicht brauche. Ey, aber wie kann... Ich schlag hier so lange meine Flügel. Ja. Wie kann das sein, dass ich mit einmal überladen bin, wenn ich eben die ganze Zeit nicht überladen war und nichts aufgenommen habe? Ach doch, ich habe Steine eingesammelt, ich Doofkopf. Oh, hallo. Entschuldigung. Bin dir gegen den Kopf geflogen. Ich wollte eben aufsteigen, da stand E für aufsteigen und was macht er? Er steigt nicht auf und hat Steine eingesammelt. Das war natürlich das, warum ich jetzt Übergewicht hatte. Ey. Echt. Ja, das habe ich eben kurzzeitig nicht bedacht. Oh, 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 siehst du, was da unten im Wasser ist? Ja. Ein ganz schön großer. Ich wollte eigentlich auf die Map gucken, aber irgendwie habe ich die Map nur komisch in der Hand. Du heilige Scheiße, ist das Ding riesig.
Ja, ich weiß. Nein! Was ist passiert? Nein, du bist jetzt auch nicht abgesprungen! Ich bin runtergefallen. Wie das denn? Was oh nee, ich kann Hugo jetzt auch nicht rufen. Ein Hai an meinem Arsch. Und wie hole ich jetzt Hugo zurück? Weiß nicht. Weil wenn ich auf jemanden drauf sitze, kann ich ihn ja nicht anwählen. Das ist ein Alpha. Das ist ein Alpha. Das ist ein Alpha. Ich bin oh mein Gott. Ich bin tot. Oh fuck, wie hole ich jetzt Hugo zurück? Denn du Huren. Ja, Manta-Rochen auch noch, Digga. Stark. Und verletzt meine Gesundheit. Ich bin tot. Bro, wieso bin ich runtergefallen? Hä? Das Blöde ist, ich kann Hugo jetzt nicht zurückholen, weil ich ihn nicht anwählen kann. Ich komme zwar zurück zum Lager, aber... Ich muss mal gucken, wie ich wie ich das Pfeifen mache, dass ich ihn rufe. Ja, ich muss irgendwie zu dem Ort, wo ich gestorben bin, Digga, aber da sind jetzt 1000 Haie und so. Ach, das sind ja deine ganzen Sachen, ne? Ja. Das ist auch noch so ein Alpha-Scheiß-Teil, Digga. Lustig. Aber wie konnte das passieren, dass du abspringst? Hast du außersehen E gedrückt? Gar nichts gedrückt. Alter. Der Hurensohn hat mich gesehen. Hm? Hab ich gesehen. Wer, der Hai? Ja. Fuck. Du Hundekackteil, Digga. Oh nein, ich habe unseren Dino gehauen. Was ist denn hier los? Wieso funktioniert die Lenkung irgendwie nicht so? Jetzt. Komm, da nur Sachen, Digga. Vor allem, die schwimmen auch nicht oben, ne? Nee. Wir werden immer weiter runtergehen. Das kann doch nicht angehen. Digga, fickt euch doch beide, ehrlich. Er springt einfach ab, Digga. Komm! Wir versuchen es einfach. Mehr ja, ganz unten. Soll ich jetzt einfach rein gleich? Wenn wir an der Stelle sind, ja. Da ist direkt ein Manta-Rochen. Wo ist denn okay, die Stelle? Wir sind da. Jetzt einfach hier runter, ja? Ja, und dann kommst du so schnell wie möglich wieder aufs Boot. Und dann müssen wir irgendwie versuchen, Hugo wieder zu holen. Kann man irgendwie sprinten unter Wasser? Nee, ich glaub nicht. Fuck. Ey, der hängt jetzt da oben und schwimmt. Fliegt. Wo bist du? Da. Ich bin direkt. Ich hab mich nicht wegbewegt. Hast deine Sachen wiedergekriegt? Ja. Komm ganz schnell hier rauf. Und dann fahre ich mit dir zum Land. Komm nicht hoch, aber. Bin da. Ja, der Manta-Rochen wollte ich auch gerade wieder angreifen, der Penner. Oder soll ich einmal... Weißt du, wie man das Pfeifen macht fürs Rufen? An Hose hin. Weil es gibt ja einmal, du kannst pfeifen, dass du sie auf aggressiv stellst. Und es gibt so ein Pfeifen, aber ich weiß nicht, wo ich das einstelle. Es ist zu lange her, dass ich das gemacht habe. Ja, ich auch. Oh, warte mal. Auf E pfeift man? Nein, doch nicht. T pfeife alle Folgen, aber das sollten wir erst am Land machen. Man kann das doch auch umsch... Ja, wir versuchen es einfach vom Land aus. Vielleicht kommt er ja dann trotzdem.
Vielleicht ist er noch dicht genug dran, dass er es hört. Er sollte ja, wenn mich das dann... Obwohl, wenn es nicht klappt und er es nicht hört, dann können wir auch zu ihm zum Wasser rausfahren, alle Folgen pfeifen, weil die anderen werden es dann auch nicht hören. Hast du gedrückt? Oder soll ich? Pfeife anfangen. Nein, er hört's nicht. Er ist da hinten. Sonst bleib du mal hier, ich fahr da hinten hin und drücke den T. Ey, jetzt komme ich nicht aufs Boot. Ich mach mal einmal alle anhalten. Alter, wieso komme ich jetzt nicht aufs Boot? Ah, jetzt. Ach so. Alle anhalten, Terrys. Musst du jetzt alle einzeln oder was? Eigentlich gibt es dafür auch einen komplett, ne? Ja, habe ich dir gedrückt. Alter, ich hoffe, ich werde jetzt nicht mit dem Boot vom Alpha angegriffen, ey. Ja, das ist im Alpha mega, oder? Ja, ja. Wenn ja, wünsche ich dir viel Spaß. Pfeifen, alle folgen. Kommt der jetzt? Kommt. Gut. So, schnell weg hier. Oh, ey, warum muss das Ding so einen riesen Kreis drehen? Oh nein. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Bloß schnell weg hier. Warum fliegt Hugo auch nicht höher? Hugo, komm! Schnell! Oh. Hugo! Ah, ich hab Hugo gerettet! Hugo! 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 So! Hä? Jetzt habe ich sein Inventar aufgemacht, ich Doofkopf. Er ist gelandet. Oh, hast gemacht, Folgen deaktivieren? Nee. Dann mache ich das mal schnell. Oh so. Ja, Aua! Hey, ich sag gesagt, Folgen deaktivieren, Viren, Hugo! Alter, Hugo? Jetzt lande endlich! Wo fliegt der hin? Wieso fliegt der Idiot übers Wasser? Was bist du für ein Oller Hugo? Genau. Er ist ein Hugo halt, ne? So. Puh, jo. Ja, ich konnte den Hugo irgendwie wieder retten. Wir haben ihn wieder bei uns im Lager. Alles tutti. Beim nächsten Mal müssen wir dann erstmal gucken, was wir machen. Weiß nicht, was da schon wieder passiert ist, dass er plötzlich abgestiegen ist, ob er sich selbst verdrückt hat, ohne es zu merken, irgendwas anderes machen wollte, aber egal. Hugo ist wieder da. Wir haben alle soweit geschafft, also dürft ihr uns gerne mit einem Daumen nach oben belohnen und natürlich auch gerne mit ein paar Tipps und Tricks in den Kommentaren oder auch Grüßen oder Sonstiges. Ein Abo dürft ihr natürlich auch noch da lassen, damit wir die weiteren Schallmauern durchbrechen und noch weiter wachsen. Und ja, ey, ansonsten will ich jetzt auch nur noch eins sagen. Au! Bye bye!